Mein Name ist Werner Eckert und ich bin der Betreiber von der Kultfabrik. Erklären Sie uns, was die Kultfabrik ist. Die Kultfabrik ist eine Industriebrache. Auf dem Gelände gab es früher die Firma Pfanny, Pfanny Knödel, Pfanny Püree. Und Pfanny musste damals 1995 ausziehen aus München. Und dann wurde eine Zwischennutzung gesucht. Und so entstand die Kultfabrik, dass man die alten Fabrikhallen eben für Künstlerateliers, für Restaurants, für Bars, Ausstellungshallen, Kinderhallen zwischennutzt, bis eine neue Bebauung kommt. Das ist also unser Leitspruch, ist entdecke die Vielfalt, und das gilt eben bei Tag und auch bei Nacht. Nachts sind wir natürlich sehr bekannt durch unsere 25 Diskotheken, Clubs und Bars. Da haben wir eben in alle Richtungen, ob das Rock ist, ob das Goa, Trance, Hip-Hop, Black, natürlich Schlager, aber auch ganz normale Charts. Da ist alles geboten, von ganz großen Diskotheken für 3000 Leute bis zur kleinsten Diskothek für 70 Leute. Ist also alles hier auf dem Gelände geboten. Gibt es noch weitere Pläne für die Kultfabrik, also Erweiterung oder halt andere Sachen? Ja, wir möchten in den nächsten Jahren die Kultfabrik ausbauen, indem wir neue Gebäude rundherum erstellen, in die dann teilweise auch Nutzung, die wir jetzt haben, umziehen sollen. Aber wir wollen hauptsächlich den Kern der Kultfabrik oder der alten Pfanny-Fabrik hier als quasi Altstadt in diesem neuen Quartier belassen, sodass auch die historischen Gebäude teilweise stehen bleiben können, um einfach auch das Gelände unverwechselbar zu machen und auch um die Seele hier zu erhalten, die seit dem Zweiten Weltkrieg hier gewachsen ist. So wollen wir ein lebendiges neues Stadtquartier errichten, wo man wohnen kann, wo man arbeiten kann, aber wo man auch ausgehen kann und Spaß haben kann.